Der Sohn macht sich auf die Suche nach seinem Vater, der 1945 in Polen in deutscher Uniform gefallen ist, nachdem er zunächst in französischer Uniform gegen die Deutschen gekämpft hat. Hitler hatte das Elsass 1940 annektiert und die jungen Elsässer in die Wehrmacht und in die Waffen-SS zwangsrekrutiert. Der Sohn entdeckt, dass sein Vater überlebte und die Partisanin Margarete heiratete, die ihm eine Tochter schenkte, Natascha. Nicht genug. Als Langlauftrainer der polnischen Mannschaft flüchtet der Vater 1968 während der Olympischen Winterspiele in Grenoble mit Hilfe der CIA in die USA. Frau Margareta und Tochter Natascha verunglücken im Heißluftballon während eines Fluchtversuchs über die Donau.